Kommunikation, was sind die wichtigsten Botschaften, die man vermitteln kann? Wer weiß noch? Fabio, was gibt es für Botschaften, die wir jetzt gesehen haben im Film? Ja, zum Beispiel halt. Ja. Der Markus Roth links und Marlies Bislin rechts. Der Weg ist ein ganz neues Angebot. Ein Zwischenjahr für Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit erhöhtem Betreuungsbedarf im schulischen und sozialen Bereich. Von 15 bis 25 kann man einsteigen, und zwar auch unter dem Jahr. Ja, es gibt dann über Familienpraktikum, Sozialpraktikum, Betriebspraktikum, einen Haufen Schulfächer, wie ihr hier seht. Also man kann einiges lernen. Und eine muntere Schar von Mädchen und Buben habe ich hier angetroffen. Wir haben sie sehr, sehr einen guten Eindruck gemacht. Der Weg. Ein neues Angebot in Sargans. Um was geht es, Markus Roth? Es ist ein Brückenangebot hier im Broderhaus in Sargans, das seit dem Sommer 2019 läuft. Und wir haben Jugendliche, die ja, aus irgendwelchen Gründen das Zwischenjahr brauchen, die wir enger betreuen oder dürfen betreuen, wo wir sie begleiten auf dem Weg. Plus Sportlerinnen und Sportler, die das Zwischenjahr machen, um zu schauen, wie können die beruflich etwas auf die Beine stellen und wie geht es im Sport weiter. Und das Programm, da hat das Marlies ein paar Angaben. Wir starten mit einem Schulblock von 5 Wochen Schule, eine Sonderwoche und dann gibt es noch eine Praktikumswoche. Dann haben sie 2 Wochen Ferien und nach den Ferien geht der Grossteil in ein Familienpraktikum. Im Familienpraktikum machen sie alle Arbeiten, die auch die Hausfrauen machen, und kommen dann Mitte Januar wieder zurück in die Schule. Der zweite Schulblock ist auch wieder 5 Wochen Schule, eine Woche Fasnachtsferien, was zur Region gehört, und nachher noch eine Sonderwoche. Anschliessend gehen sie ins Betriebspraktikum. Das richtet sich je nach Beruf, ist das verschieden. Sprich, wir haben solche, die als Konstrukteure gerade in die Lehrfirmen gehen, wir haben solche im Krankenpflegeberuf, KV-Praktika und so weiter. Und Ende Juni, Anfang Juli ist dann noch Schlusswoche und dann haben sie das Jahr vorbei. Also voll durchstrukturiert. Du bist ein Jugendlicher geblieben, ein alter Hase. Das ist ganz eine grosse Erfahrung, oder, auf dem Bereich Coaching. Man hat es auch gemerkt, oder, die Jugendlichen sind wirklich frisch dran und irgendwie können auch frisch über. Und ein Haufen haben schon eine Lehrstelle, also doch ein recht grosser Erfolg. Wie erlebst du das jetzt so? Weißt du, so, wenn du deine, sagen wir mal, 20 Jahre Coaching so vergleichst? Also was schön ist, dass wir hier in der Weg auch 4 Jugendliche haben oder 5 und das gibt eine gute Durchmischung mit den weiblichen Personenzimmern. Und berufsmässig hat sich bei mir verändert. Früher war ich vorwiegend ausgerichtet auf Krankenpflegeberufe mit Stellensuche. Jetzt komme ich aber auch in die handwerklichen Berufe hinein und es eröffnet mir wieder neue Perspektiven. Es ist aber auch eine Herausforderung, weil halt die einen sind schulisch ein bisschen schwächer, aber im Arbeiten gut. Und wir suchen nach Lösungen und hoffen, dass möglichst alle bis Ende Jahr eine Anschlusslösung haben. Jetzt hat es auch ganz clevere Aussagen, ich weiss nicht was. Also, was machst du jetzt dort zum Beispiel? Ja, möglichst viel schnuppern und schauen, wo sind die Stärken davon und anhand von dem wieder weiter schauen, suchen. Und schnuppern. Also das sehr individuell, gell, betreuen, ja, natürlich. Genau. Alles andere geht nicht. Nein. Also staatlich verordnete Schulen, die dann eben dementsprechend so ein Angebot haben, also das geht nicht. Das muss alles individuell wirklich sein. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eure Stärke da, oder? Ja, jeder steht an einem anderen Punkt im Leben und muss eine andere Situation wieder anpassen. Markus, wie bist du jetzt auf das gekommen? Also Sozialjahr, jetzt der Weg. Sozialjahr ist natürlich 2014, 5 Jahre lang gelaufen. Jetzt ist es ja in Bux integriert, in das BZB. Und wir haben schon immer so gedacht, ja, was machen wir mit denen, die wirklich schwierig sind, die viele Probleme haben, Mehrfachproblematik, die man wirklich eng muss betreuen. Und so sind wir auf der Weg gekommen. Und da haben wir auch eine Maximalzahl von 16. Das heisst, wir nehmen nur 16 Schülerinnen und Schüler auf, damit wir wirklich die Zeit haben, weil wir Zeit haben, die betreuen, coachen, für den Einzelnen und für jede Einzelne und Einzelne. Ja. Machst du das gerne? Immer wieder etwas Neues aufbauen? Weißt, das braucht ja auch wirklich. Also, es braucht Geld, es braucht Ressourcen, es braucht Räumlichkeiten, es braucht einen riesigen Effort mit sehr, sehr kleinem Stundenlohn. Also, wahrscheinlich dein grösstes Honorar ist dein Enthusiasmus, dein Engagement. He?
Ja, also gerne. Ich bin schon mal froh, wenn es mal ein bisschen konstant laufen würde und wenn man etwas über längere Zeit durchziehen kann. Ja, es braucht Energie, aber es lohnt sich immer. Ich denke, unser Lohn ist dann die Jugendlichen, die erfolgreich sind, die etwas finden, die auf den Weg können, geschickt werden. Das ist der Erfolg und das ist unser Ziel. Ja? Weil wir sind privat organisiert, also wir müssen immer um Geld nachspringen. Das ist sicher auch nicht unbedingt das, was wir am liebsten machen, aber es ist jetzt halt so nötig. Ja. Der Weg, das ist einfach ein bisschen meine Ansicht. Also ihr seid wirklich zwei super Leute, die euch immer wieder engagieren. Der Weg ist auch ein bisschen euer Weg, gell? Wenn man das so ein bisschen hört, die diversen Wege, die es da gibt, das ist auch ein bisschen euer Weg. Also ihr habt immer einen Weg. Auch wenn es mal scheint, es gibt keinen Weg, dann findet ihr wieder einen Weg. Ja, das sagen wir schon. Es gibt immer eine Lösung und da sind wir, glaube ich, schon immer dran und bemüht und auch im Austausch miteinander, dass wir da Lösungen finden können. Jetzt würde mich noch etwas interessieren, Marlies. Vorher ist jetzt eine gegangen, eine Sportlerin, Trampolin. Ich habe sie so befragt und dachte, ja, Trampolin, das gümpelt ein bisschen umeinander. Jetzt ist die, weiss der Teufel, überall unterwegs. He? Die ist eigentlich in der ganzen Schweiz unterwegs und sie hat auch Meisterschaften im Ausland gehabt. Und angefangen hat sie bei uns mit Skifahren und ist, glaube ich, im Skikader nicht mehr weitergekommen und hat aber immer schon im Bereich, wie sagt man dem, Kunstturnen Turnen, oder Turnen, Freude gehabt und ist jetzt bei den Trampolinspringern eingesprungen. Auf jeden Fall interessante Leute, auch spannende Lebensläufe. Spannende. Ja. Und ich denke, die wird ihren Weg machen mit allen Verletzungen, die sie jetzt auch in diesem Jahr schon hat. Was ist so euer grösster Wunsch? Der Markus hat gesagt, Sommer 19 hat man angefangen. Jetzt bei der kurzen Befragung der Schüler gesehen, es hat schon einen Haufen Lehrstellen. Ihr könnt denen wirklich helfen. Der Weg ist ein Weg. Was sind so eure Wünsche jetzt? Aufnahme Januar, halbes Jahr ist gelaufen. Der erste Wunsch ist sicher, dass alle eine Anschlusslösung finden. Das ist klar, das werden wir alle Jahre haben. Dann müssen wir das Angebot natürlich ein bisschen bekannt machen. Es muss etabliert werden, weil das ist es natürlich jetzt noch nicht. Also das wissen noch nicht so viele Leute, was der Weg ist. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir dann mittelfristig auch nicht immer jeden Franken umtrüllen müssen, dass wir da halt ja, auch das können lösen können. Weil das ist das, wo, wenn man etwas Neues aufbaut, was natürlich auch die Schwierigkeit ist, das Ganze zu finanzieren.